Genau. Welche Lebensmittel sorgen für einen Energieschub? Ich habe mir da so ein paar Gedanken dazu gemacht, zu der Ernährung, die wir haben, also wir in der westlichen Gesellschaft und was wir auch brauchen. Einerseits, wenn wir stark im Training sind, verlieren wir ja ganz viele Elektrolyte, Kalzium, Magnesium, Kalium etc. Und was dir dann einen Energieschub geben kann, ist ein selbstgemachtes Elektrolytegetränk. Es gibt da verschiedene. Ich werde euch dann nach dieser Coaching-Session, habe ich schon vorgepostet, ein Rezept. Probiert es einmal aus vor dem Training. Wichtig ist, wenn ihr euch selber ein Elektrolytegetränk macht für euer Training, muss das eine kurzkettige Kohlenhydratequelle sein, also zum Beispiel ein Esslöffel Ahornsirup oder Honig. Bibi braucht auch tägliche Energiefoods. Bianca, das ist nochmal speziell, die Bibi stillt, also stillende Frau. Und ich komme auch nochmals zum Thema Nährstoffmangel, weil auch das kann ein Thema sein. Ist besonders, wenn wir schwanger sind oder gerade stillen, verbrauchen wir nicht doppelt so viel, aber je nachdem, welcher Nährstoff ist, 20-30% mehr und müssen uns mehr zuführen. Also zur Bianca sage ich dann einfach noch mal was dazu oder ganz grundsätzlich. Also das heißt, ihr macht euch ein Elektrolytegetränk, was auf jeden Fall eine Kohlenhydratequelle hat, also irgendwas so wie Honig, Ahornsirup. Dann kann das Wasser sein. Im Rezept habe ich Kokosnusswasser, weil da ist alles drinnen, was ihr verliert beim Training, also Kalzium, Magnesium, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und eine Zitrone, damit das Ganze auch ganz gut schmeckt. Vitamin C brauchst du also, eine Bio-Zitrone und Ingwer. Ingwer ist entzündungshemmend. Und dann rührst du dir das an und wenn du eh schon am Abend vielleicht keine Energie hast, kannst du das am Vortag dir machen. Und in der Regel halten diese Elektrolytegetränke zwischen 4 Tage und 3 Wochen im Kühlschrank. Wobei, wenn ihr euch 500 Milliliter Kokosnusswasser macht, wird das natürlich nicht 3 Wochen halten. Also das ist ein Lebensmittel oder etwas, was ihr vorab vorbereiten könnt und wo ihr dann wirklich super Energie habt für euer Workout. Schaut es dann nicht zurück, euch ein bisschen die Kohlenhydrate reinzugeben, weil die verbrennt ihr ja sofort. Weiters denke ich an Energieschub, an Schokolade, an dunkle Schokolade, zumindest 70-prozentige dunkle Schokolade. In der Schokolade ist L-Tryptophan. L-Tryptophan ist ein Vorbote vom Serotonin und gibt euch einen super Energieboost. Ihr verliert auch Magnesium beim Workout. Das heißt, Schokolade ist erlaubt. Schaut nur, dass es nicht zu spät am Abend ist, dass ihr dann auch gut schlafen könnt. Es kann auch Bio-Kakao sein, bitte nicht die Vollmilchschokolade, also wirklich eine Bio-Schokolade mit hochprozentigem Kakaoanteil. Und einfach 2 Stück abbrechen für so einen kleinen Energieschub. Weiters besteht unser Gehirn aus 60% Omega-3. Ich glaube, Omega-3 hat man nicht immer so am Bildschirm, glaube ich zumindest. Es muss ein Verhältnis 2 zu 1 sein in unserem Körper, maximal 5 zu 1. Bedeutet Omega 6, 5, 1, Omega 3. Und man könnte sagen, ja passt, ich esse eh Fleisch zum Beispiel. Früher war die Kuh, die das Gras gefressen hat, die auf der Weide war, hatte das gleiche Verhältnis 5 zu 1, also Omega 6 zu 3, was super war für den menschlichen Körper. Haltet euch fest, so wie die Tierhaltung momentan ist, hat das Kalb oder die Kuh, die auch nicht mehr auf der Weide ist, ein Verhältnis von 80 zu 1. Und das kommt dann in unseren Körper. Wahrscheinlich kann man das für andere Lebensmittel auch unterschreiben. Ich kenne eben diese Kuhstudie. Und was macht das Ganze in unserem Körper? Wir kriegen Entzündungen, wir sind müde, lethargisch. Das heißt, ich würde auf den Omega-3-Haushalt gut Acht geben, sehr gut sogar. Und ihr könnt das zum Beispiel mit Walnüssen ergänzen. Walnüsse, eine Handvoll Walnüsse.
sind wirklich super über den Tag verteilt zum Snacken, geht easy peasy, oder auch Mandeln. Weitere gute Energiequellen sind Leinsamen. Also, wir haben so drüber nachgedacht, soll uns einen Energieschub bringen. Wir brauchen Magnesium, wir brauchen das Omega-3. Und weiters würde ich mir den Eisenhaushalt anschauen. Ganz, ganz viele Frauen haben einen Eisenmangel, der auch zu Müdigkeit führt. Und beim Eisen finde ich es sehr spannend, weil Eisen wird sehr, sehr oft gehemmt. Was meine ich damit? Das heißt, selbst wenn du entscheidest, Eisen zu supplementieren, kann es sein, dass du es vom Körper nicht gut aufnimmst. Weil beim Eisen ist es leider so, dass wenn du zum Beispiel Kaffee trinkst, also wie in meinem Fall, bräuchtest du einen relativ großen Abstand zur Einnahme von Eisen. Ja? Oder zum Beispiel Milchprodukte hemmen die Eisenaufnahme. Also ganz, ganz viele hemmt die Eisenaufnahme. Das heißt, wenn du feststellst oder wenn du bei der gesunden Untersuchung warst, dass du einen Eisenmangel hast, ist das Beste, was du machen kannst, wirklich 2 Stunden, 1 Stunde abzuwarten zwischen den Mahlzeiten und dann in dem Zeitraum da dazwischen dir ein Wasser zu machen mit Zitrone, also für das Vitamin C, damit das Eisen besser aufgenommen wird. Eisen ist wie gesagt ein heißer Tipp. Du kannst natürlich auch über Spinat dir Eisen zuführen oder einfach eisenreiche Gerichte schauen. Hirse ist eine tolle Sache, zum Beispiel in der Früh, wenn du dir so ein Hirseporridge machst. Nur wenn du Kaffee dazu trinkst, dann hebt sich das Ganze auf und ist sozusagen nicht hilfreich für dich.